Nur sieht man. Da haben Sie ja gesagt, dass Sie in der Angelegenheit unheimlich leidenschaftslos sind. Richtig. Dass Sie nur dafür da waren, dass Sie also die Demonstration geschützt haben. Und heute sieht das ja ein bisschen anders aus. Können Sie uns vielleicht sagen, wie viele Beamte im Einsatz heute sind? 250 Beamte. Und was für Gerät führen Sie denn alles mit? Ja, das kann ich im Einzelfall nicht sagen. Das müssen meine Techniker müssten das wissen. Wir haben alle Gerätschaften, um möglichst ohne große Schäden in das Gebäude hier reinzukommen. Alle Gerätschaften dafür. Und ist da eine Firma beauftragt worden, das Haus abzureißen? Richtig. Ja, das ist nicht mein Bier, das ist Sache des Bezirksamtes. Wer hat denn vom Bezirksamt Sie gerufen? Ich habe ein schriftliches Amtshilfeersuchen des Bezirksamtes. Von welcher Stelle denn vom Bezirksamt? Das vermag ich gar nicht mal mit Sicherheit zu sagen. Ich habe das also gelesen zwar, da steht zwar drin, wir werden gebeten, das ist vom Bezirksamt gekommen. Ja, aber von welcher Stelle denn vom Bezirksamt? Soweit ich weiß, von der Abteilung Bauwohnungswesen.
Da sagt jemand von Jugend und Sport. Jugend und Sport? Ich kann es also wie beim besten Willen. Ja. Schriftliches Amtshilfeersuchen liegt aber da. Ja, und ich meine, wir haben uns ja auch da persönlich drüber unterhalten. Sie hatten da am Sonntag auch gesagt, dass Sie sich auf beiden Seiten informiert hatten, nicht? Also Sie haben die eine Seite und die andere Seite gehört. Mhm. Hatten Sie sich dann überhaupt mal hier mit den Jugendlichen und mit deren Situation hier auseinandergesetzt? Wie meinen Sie das auseinandergesetzt? Naja, also haben Sie mal gehört, mit Ihnen gesprochen? Kennen Nein. Sie die Situation der Ich kenne die ganze Entwicklung und kenne auch die Situation hier. Wodurch denn? Durch Informationen, sowohl die Flugblätter der Putter habe ich gelesen, als auch die Veröffentlichung des Bezirksamts dazu. Und sind Sie auch der Meinung, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hat, als durch solch einen Polizeieinsatz die Putte zu beseitigen? Denn diesen Polizeieinsatz habe ich nicht zu vertreten, sondern ich bin aufgrund eines schriftlichen Amtshilfeersuchens des Bezirksamts hier tätig geworden. Das Bezirksamt hat hier festgestellt, dass das Haus abgerissen werden soll und hat die Mieter aufgefordert, das Haus zu verlassen, schriftlich gekündigt. Heute früh noch einmal durch Lautsprecheraussage aufgefordert, das Haus zu verlassen. Und als diese ganzen Aufforderungen fruchtlos blieben, hat er die Polizei um Amtshilfe hierzu ersucht. Wie oft haben Sie denn zur Räumung aufgerufen? Wir haben, der Stadtrat Renner hat dreimal aufgerufen und ich habe mich auch bereit erklärt, mit den Verantwortlichen des Hauses zu sprechen, damit wir also möglichst ohne jegliche Gewalt in das Haus reinkommen. Das wurde aber von den Insassen abgelehnt. Und wann ist Ihnen denn dieses Hilfeersuchen vorgelegt worden? Das schriftliche Amtshilfeersuchen, meinen Sie? Das ist, soweit ich mich erinnern kann, vom 27. März. Am Sonntag hatten wir aber darüber gesprochen und da hatten Sie gesagt, dass hier nichts bekannt ist. Ne? Was bekannt ist? Dass hier das Haus geräumt werden soll oder ähnliches. Davon ist keine Rede gewesen am Sonntag. Aber wir haben das Interview. Wir haben Sie gefragt, ob Ihnen was bekannt ist über das Haus, ob das geräumt werden soll und so weiter. Ich habe nur gesagt, Sie haben mich nur gefragt nach meiner Meinung, was ich von dieser Situation hier halte. Da habe ich gesagt, da bin ich völlig leidenschaftslos. Ja, und warum Sie hier sind, dann haben Sie gesagt, dass um die Demonstration zu schützen. Dann haben wir uns auch über das Haus unterhalten. Inwiefern von einem Haus? Ja, hier von dem Haus. Das ist geräumt werden. Ich habe Sie doch gefragt, das Haus soll doch geräumt werden. Das ist Sache des Bezirksamtes, habe ich damals gesagt. Und nicht meine Sache. Aber Sie wussten schon, dass es geräumt wird heute? Dass es heute geräumt wird, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Hilfeersuchen hat kein Datum? Hat zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt. Und wann haben Sie das erfahren? Was denn, das Datum? Dass heute geräumt werden soll. Na, das spielt doch gar keine Rolle. Ja doch, das ist schon wichtig. Wir haben vorgestern darüber gesprochen beim Bezirksamt. Am Dienstag? Am Dienstag. In der Sitzung. Und da ist festgelegt worden, dass Haus geräumt wird? Nein, wir haben am Dienstag, was meinen Sie für eine Sitzung? Also am Dienstag ist eine Bezirksamtssitzung gewesen. Da ist darüber gesprochen. Da kann ich nicht sagen. Nein, da war ich nicht bei. Bezirksamtssitzung, wo alle Vertreter der Abteilungen dabei sind. Und da ist allgemein von der Öffentlichkeit erwartet worden, dass da eine Entscheidung getroffen wird. Und der Herr Renner, der für die Presse zuständig war, hat gestern gesagt, es ist keine Entscheidung darüber getroffen worden. Es wird am nächsten Dienstag neu darüber verhandelt. Dazu kann ich nichts sagen. Sie haben aber am Dienstag eine Sitzung darüber gehabt und auf der Sitzung ist festgelegt worden, dass heute hier geräumt wird. Wir haben am Dienstag den Termin vereinbart. Gut, danke schön. Dazu Baustadtrat Renner einen Tag vor Abriss. Einigung gekommen ist. Ja, das Haus sollte ja geräumt sein, nicht bis Sonntag. Ja, so ist es. Wobei ist nicht geräumt und wie steht jetzt das Bezirksamt dazu? Das Bezirksamt selbst hat also gestern natürlich das zur Kenntnis genommen. Wir werden ohnehin nächsten Dienstag wieder darüber sprechen. Einfach deshalb, weil wir zwischenzeitlich noch einige Erkundigungen einziehen wollen und deshalb. Welche Art?
dass das Haus abbruchreif war und abgebrochen werden muss. Finden Sie das Argument richtig? Nee, denn die hatten doch da sich welche geholt, die das geprüft hatten. Ja. Und dass das ja nicht an dem war. Was haben Sie denn von den Eindruck von den Räumen? Sind Sie in den Räumen mal gewesen? Ja, die Räume waren sehr schön gewesen. Groß und hell. Ja, vor allen Dingen brauchten die doch kein Licht am Tag, so wie wir hier. Sie müssen ganz am Tag Licht haben? Ich muss Licht haben, ja, wenn trübes Wetter ist. Dann ist es so dunkel hier, also muss man ewig Licht brauchen. Nö, das waren sehr schöne Räume. Also die Räume, also, wenn die ausgebaut werden und, wollen wir sagen, in Ordnung gemacht, also das war ein Prachtexemplar, möchte ich sagen. Das ist das hier ein Mauseloch. Wären Sie da lieber reingegangen? Da wäre ich lieber eingezogen, ja. Ganz bestimmt. Ja. Vielfach zufrieden ist damit, dass das Haus hier verschwindet. Ne? Das darf man laut sagen. Und nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Kinder, die mich also hier angesprochen haben. Es ist ganz komisch, dass ich natürlich auch sehr viele andere Meinungen gehört habe. Das mag sein. Und dass wir die auch auf Band aufgenommen haben.